Hallo, ich bin Saskia aus eurem Vormittag und die liebe Online-Redaktion hat mich gefragt, ob ich nicht für euch ein paar Geschenke einpacken kann. Das ist eine sehr gute Wahl, die sie mit mir getroffen haben, denn ich bin ein Mensch, der überhaupt keine Geschenke einpacken kann. Das heißt, wenn ich das schaffe, dann kriegt ihr das garantiert auch hin. Und als ersten Tipp habe ich gleich mal etwas für alle Schwaben, nämlich Thema zu wenig Geschenkpapier. Gerade jemand wie ich, der nicht gern einpackt, hat auch meistens nicht sehr viel Geschenkpapier zu Hause. Und wir möchten jetzt diese Kiste hier einpacken. Das geschulte Auge sieht, das wird nichts. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht gleich losrennen oder die Rolle anschneiden. Ihr dreht das Geschenkpapier einfach, so dass die Ecken vom Karton an den Kanten liegen. Und dann, wichtig ist, bei der Probe gelernt, ihr zieht das zuerst hoch und dann klappt ihr die Seiten ein. Und zwar so, dass das Geschenkpapier hier einigermaßen bündig ist. Das Gleiche machen wir jetzt hier auf der Seite auch. Also wieder hochziehen. Geschenkpapier einklappen, dass es einigermaßen bündig ist. Und dann hübsche Schleife drauf und fertig. Jetzt kommt ja leider nicht jedes Geschenk in so einer praktischen Box. Das heißt also, spätestens wenn sich das Kind ein Plüschtier wünscht oder irgendein verrücktes Spielzeug, fängt Schwierigkeitsgrad 2 an. Aber auch dafür haben wir eine Lösung. Als Beispiel nehmen wir diesen Baum, wo ich wirklich eigentlich keine Ahnung habe, wie man den verpacken soll. Meine Idee wäre jetzt einfach, ihn einzuwickeln, aber es gibt zum Glück eine deutlich schönere Alternative und die zeige ich euch jetzt. Also, dieses Geschenkpapier faltet ihr so und so, dass ihr im Prinzip hier einen Schlauch habt. Den klebt ihr zu, wenn ihr das ganz professionell machen wollt. Dann könnt ihr natürlich gerne doppelseitiges Klebeband verwenden und hier drunter packen. Dann, je nach Größe des Geschenks, nehmt ihr ungefähr das untere Drittel von dem Schlauch und klappt das hoch. Kennt ihr vielleicht noch diese Himmel- und Hölle-Spiele früher, die man gemacht hat? Es hilft, wenn ihr jetzt diese Ecken hier umfaltet, bis zur Mitte ungefähr. Denn jetzt macht ihr den Schlauch auf. Zack. Knickt diese Seiten ein. So. Dann sieht das so aus. Und jetzt faltet ihr das im Prinzip unten zu. Und dann habt ihr eine kleine Weihnachtstüte. Hat der Weihnachtsbaum ein neues Zuhause. Und wie ihr das jetzt zumacht, das könnt ihr euch überlegen. Entweder ihr macht es ganz einfach, knickt es um und klebt es zusammen. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch einfach zwei Löcher durchmachen und hübsches Geschenkband dran binden. Und schon sind wir fertig. So, hier also zwei Tipps zum Geschenke einpacken für Leute, die es absolut gar nicht können. Und mein persönlicher Lieblings- und Geheimtipp ist, wenn ihr sowieso vielleicht irgendwas im Geschäft vor Ort kauft und ein, zwei Teile extra habt, nehmt die mit und fragt einfach nett nach, ob die euch das vielleicht machen. Je verzweifelter man aussieht, desto höher ist die Chance, dass die euch das einfach einpacken. Ich wünsche euch also viel Spaß beim Geschenke einpacken und auspacken und fröhliche Weihnachten.